So Leute, da sind wir wieder. Einen wunderschönen Samstagmorgen. Nee, es ist ja schon Nachmittag. Einen wunderschönen Samstagnachmittag. Ich hoffe, ihr habt gut Mittag gegessen. Wir sind wieder da bei Stardew Valley im Multiplayer zusammen mit Devartruck. Hi. Und wir spielen einfach mal weiter. Woo. Weiter geht's. So. Kikeriki und wir müssen natürlich, oh je. Sonnig. Das wird teuer. Sorry Leute, dass ihr gerade nichts gesehen habt, weil ich zu doof war. Hast du meine Gießkanne? Ja. Sehr gut. Dann gehe ich mal wieder auf Angelsuche, ne? Ja. Ja. Was ist denn Teich? Teich ist das Ding oben beim, bei der Mine. Das ist der Bergsee. Genau. Okay. Ich habe noch nie Teich gehört, aber für mich ist das Teich. Für mich ist das Ding ein Teich, was wir hier auf dem Feld haben, aber ich habe eine Weintraube gefunden. Sehr gut. Ja, die gibt's auch später. Bring die mal später. Bring die mal gleich ins Community Center, wenn du da vorbeiläufst. Nee, noch nicht gleich, mach ich nachher. Weil ich würde die anderen Sachen dann nachher noch hinbringen. Die Fische, die ich jetzt angeln, müssen auch noch hin, deswegen. Warte mal, kann ich das nicht seitlich so machen? Nee, seitlich nicht, sondern nur von oben nach unten wahrscheinlich. Ui. No water. Da ist schon wieder Fisch auf Kaffee. So. Du müsstest dann auch nochmal im Museum vorbei und gucken, ob du dort noch Seeds abholen kannst. Ja, erstmal fange ich den Stör hier. Naja, wenn es ihn nicht stört. Ihn stört es anscheinend sehr. Ach, der Stör. Lässt sich stören. Bam. Ah, der Stör ist mir gerade zu schwer. Bam. Ich gehe mal ins Community Center, die Weintraube abbringen und gehe dann zum Dings runter. Zum Museum. Mhm. Ich habe ja noch ein bisschen was auf meiner Liste drauf, da kann ich auch im Ozean fischen gehen. Ah, warte mal, bleib mal stehen. Ja, natürlich nehme ich sie an. Ja. Brauche ich nicht reinrennen. Dann kann ich das machen, genau. In meiner Werkstatt unten die Sommersachen wegbringen. Ich habe einen Quarz gefunden. Sehr gut. Wir brauchen keinen Quarz, aber sehr gut. Belohnung. Der Eisstand ist jetzt auch offen. Vermutlich, irgendwann. Belohnung, 30 mal Sommersaat. Sammeln Herbst, Konstruktionsbundle. Das Konstruktionsbundle können wir abschließen. Sehr Melonen, gut. Sternfrucht. Exoten. Wir kriegen jetzt das Bulletin Board freigeschalten. Oder? Nee, doch das Bulletin Board. Das ist das Nervigste. Ja. Ich baue mal aus 2 Kupferbahnen und 40 Holz in Zapfhahn, damit wir die 3 Zapfhahn-Sachen bekommen. Ja, wenn du willst, kannst du auch unten am Strand langkommen, dann kannst du die Seeds abholen. Ah ja, das ist gut. Hast du zufällig auch eine Sternfrucht bekommen? Ja, Sternfrucht Seed und Ancient Seed. Okay. Ein. Ancient? Ja. Sollst du nicht 9 Melon Seeds bekommen haben? Ja, die habe ich auch gekriegt. Okay. Ja, die Ancient Seed bringt es jetzt nicht mehr noch zu pflanzen. Weil die den ganzen Monat braucht. Wo steht da denn? Wir sollten auch überlegen, ob wir einen Apfelbaum irgendwann pflanzen.
Ja, die Bäume könnten wir auch pflanzen. Warum stehst du hier? Hast du schon ein Nautilus-Fossil? Nein, hier, warte, dann kriegst du das auch noch. Da. Gunther kann mir mehr darüber erzählen. Okay. Ja, ich hab das gerade außen vor. Müssen wir den Nautilus-Fossil nicht auch abgeben irgendwie im Community Center? Das kann sein. Ich heb's erstmal auf, ich bring's nicht zu. Ja. Die Geräusche der Hoftiere sind beruhigend, nicht? Ja, sind sie nicht. So, hallo Tierdieb. Tierdieb ist wieder da. Und Barsch habe ich auch. Frage ist, was zählt jetzt als Tierdieb? Was zählt als früher im Nachmittag? Hi Tierdieb, schön willkommen zurück. Wenn du mir sagst, um welchen Fisch es sich handelt, schön, dass du hier Abendessen kommst. Was hast du dir denn Schönes gekocht? Wenn du mir sagst, was Kugelfisch. 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 12 Uhr mittags bis 4 Uhr nachmittags. Okay, das haben wir noch. Ja, das stimmt. Und Amphibienfossil auch noch für Gunther. Ich räume jetzt richtig ab. Okay, als du gesagt hattest, gekocht, habe ich tatsächlich irgendwie mehr erwartet. Aber klingt auf jeden Fall gut. Würde ich auch nehmen. Zweite Kanne brauche ich nicht. Ich kann später mit zwei Kannen rumrennen. Da brauchst du nicht so viel nach. Nachfüllen. Sternenfrucht. Und auch die Sachen, die sind jetzt zwar etwas langsamer als die anderen, das ist aber nicht so schlimm. Was ist denn hier los? Hier reden ganz viele Leute am Strand rum. Ja, das ist manchmal so 30, das heißt 5 mal 6. 1. Controller-Steuerung kann. Wir spielen ohne Mods, bisher noch, weil das neue Update ja relativ neu ist. Habe ich mich jetzt noch nicht weiter um Mods gekümmert. Ja. Cheats benutzen wir nicht, allerdings nutze ich ab und zu mal ein paar Spielmechaniken aus, wie zum Beispiel einfach mitten auf dem Wasser rumzulaufen, um schneller angeln zu können und ja, weiter im Wasser drin zu sein. Ich mach das nicht. Weil er es noch nicht probiert hat und deswegen nicht weiß, wie es geht. Und weil ich eine Keule habe. Oh, und ja, es geht nur mit dem Schwert. Geht das mit der Sichel eigentlich auch? Nee, weil du bei der Sichel dich, glaube ich, nicht nach vorne bewegst. Die zählt ja auch als Schwert eigentlich. Warte mal, können wir gucken. Es könnte funktionieren, aber sie schwingt sehr langsam. Doch, es funktioniert, aber sie schwingt sehr langsam, wenn ich dann mein Waldschwert zum Beispiel nehme. Ja gut, das Waldschwert ist ja auch ordentlich schnell. Eben. Die Zeit kann ich mir auch sparen. Ja. So. Okay, Brasse hast du gesagt, haben wir noch eine da. Thema. Das ging übrigens gerade an Tierdieb, der morgen einen Test hat. Wir drücken ihm alle die Daumen. Aber zu welchem Thema hat er denn einen Test? Das ist jetzt hier die Frage. Das ist hier der Frage. So, nee, Fox, du hast gesagt, eine Brasse haben wir noch in der Kiste. Ja. Gut, dann werde ich die nachher gleich abholen. Sehr gut. Phonetics. Schule, Studium. Was genau machst du? Klingt nach Englisch oder eventuell Linguistik. Englische Linguistik, ich habe keine Ahnung. Ist Linguistik nicht international? Nee, es gibt tatsächlich, du kannst unterschiedliche Linguistiken studieren. Uha. Also du kannst halt allgemeine Linguistik studieren, aber wenn mich nicht alles täuscht, kannst du es auch auf unterschiedlichen Sprachen. Genau. Okay. Bei mir war irgendwie so, dass ich nämlich vor ein paar Jahren hier mal eine älterer Seemann,
habe gerade eine Regenbogenforelle gefangen. Eine Studentin kennengelernt habe, hier bei uns an der Uni, die aus England kommt und hier in Deutschland ihren Master in spanischer Linguistik macht. International, sag ich doch. Eben. Das nenne ich auch international, also das fand ich ziemlich witzig. Teddy, wie zur Hölle kommt man eigentlich als random Zuschauer auf so einen kleinen Stream, wenn ich das mal fragen darf? Weil das ist weit oben in den Trends werde ich wahrscheinlich nicht hocken. War das Zufall oder spielen gerade so wenig Leute Stardew Valley oder so? Oder hat dir irgendjemand gesagt, hey, guck diesen Stream an, ich zwinge dich dazu? Mag ja sein. Gibt vielleicht verrückte Leute. Und ich bin so ein Marktforschungsmensch. Oh. Dann muss ich allerdings sagen, fühle ich mich geehrt, dass du noch hier bist. Für die YouTube-Leute, er hat geschrieben, verklickt oder sie. Tierdieb klingt für mich erstmal männlich, weil der Dieb, aber könnte ja auch eine Diebin sein, die sich tarnt oder so. Wer weiß. Bist du ein Dieb oder bist du eine Diebin? du bist also ein vertippender Mensch. So, ich lieg schon mal im Bett. Ich bin aber ganz kurz weg. Ich muss ganz kurz das mit meinen Mitbewohnern klären. Moment. Ja, mach das ruhig. Die brauchen wir nicht. Ich werde währenddessen noch einfach mal ein bisschen hier Zeug verkaufen. Das lieben wir alle. Das gute alte Zeug verkaufen. Das wird nicht viel Geld bringen. Aber das passt schon irgendwie. So, dann müssen wir dann Fox das noch da in die Kiste packen, damit wir das nächste Mal ins Museum mitnehmen können. Sehr gut. Ja, dann haben wir doch alles fertig gemacht. Schön. Jetzt werde ich dem Fox noch, das sieht er gerade nicht, weil er nicht da ist, hier einen gruseligen Bär ans Bett stellen. Gehst du? Ja, schön, dass du mir den Bären ans Bett stellst. Verdammt, er hat's mitgekriegt. Willst du mir einen Bär aufbinden? Und dann gehe ich ins Bett. Das ist definitiv an The Bar Drug gerichtet, oder? Weiß ich nicht. Ich finde meine Stimme jetzt nicht so sympathisch, aber... Schön, wenn das andere so sehen. Ich ertrag dich seit ein paar Jahren, also. Doch. Ich hab irgendwie schon wieder irgendwas rumpeln gehört gerade. Haben wir etwa schon wieder einen? Ich weiß nicht, diesmal hat es nur gerumpelt. Ich glaube, der Bahnübergang ist freigeschalten jetzt so. Ah. Ja. Jetzt noch ganz ein Erdbeben. Ja, Bahnübergang. An meinen Kumpel. Ja, an der Wardrock. Der ist. Demetrius. Höhle, bla bla bla, anloggen, was sie ernten kann. Ich habe Pilze oder Fledermäuse. Pilze. Dankeschön. Wenn du mehr von meiner Stimme haben möchtest, ich habe einen YouTube-Kanal, wo einige alte Videos drauf sind. Da ist meine Stimme vielleicht noch nicht so entspannt wie heute. Aber es ist sehr lustig anzuschauen. Also, Bürgermeister Luz möchte seine violetten Glücksshorts haben. Ja, bei mir auch. Dass du das sagst, so geht, das ist ja klar. Aber danke trotzdem. Egal, ich geh Fische wegbringen. Mach das. Und weiter angeln, wenn du mich nicht weiter brauchst hier. Nö. Ich hab Buch gefunden. Nein, so alt sind seine YouTube-Videos dann auch wieder nicht. Aber er hatte damals einfach noch nicht so die Entspannung, die man sozusagen erwartet. Oder zu viel Entspannung. Ich weiß noch in den Kommentaren, den du mir geschickt hast, Fox, nimm mal einen Stock aus dem Arsch. Hey. Und rede mal ordentlich. So gemein war ich gar nicht. Oder vielleicht doch? Aber du hast geschrieben, das kannst du nicht abstreiten.
Ich kann alles abstreiten. Ich war das nicht. Brasse, ich hab mich vertippt. Das ist Nachtfisch. Nachtfisch. So. Heute ist Mittwoch. Ach, meine Stimme ist doch voll in Ordnung. The fuck? Was zur Hölle? Was? Was zur Hölle? Also ich für meinen Teil nicht. Es soll tatsächlich Menschen geben, die auch Spaß ohne Alkohol haben können. Andere ich wiederum können Alkohol ohne Spaß haben, also. Ich habe ein Feld umgegraben. Ich hatte Spaß. Ich glaube, ich habe irgendwas im Garten gearbeitet. Oh, und ich habe einen Messergriff gemacht. Was habe ich noch gemacht? Würde ich niemals so gehen. So, damit hätte ich auch eine Stör. Sehr gut. Hat dich das gestört, dass du den noch nicht hattest? Ja. Jetzt habe ich auf meiner Liste nur noch den Kugelfisch offen. Und den einen Fisch, den ich nur bei Regen kriege. Für den Sommer. Okay. Dann habe ich alle Sommerfische, die wir kriegen können, gefangen. Dann fehlen noch zwei oder drei, zwei oder drei Herbstfische. Und noch die Specialfische. Achso, nee, wollte ich gar nicht. Also ich war in der Heimat und war trotzdem nicht betrunken, also ich weiß nicht, Alkohol wird doch dezent überbewertet. Ein bisschen, ja. Ich habe eine Regenbogenmuschel gefunden. Aufheben. Ja, habe ich gemacht. Die brauchen wir. Achso, die kannst du zum Bulletin Board bringen. Oh, noch eine Regenbogenmuschel. Trotzdem aufheben. Die werden manchmal von, ich glaube, von Demetrius requested oder so. Naja, die brauchen auch für die eine Quest. Ja, ja, sag ich ja. Das ist am Bulletin Board. Hä? Die Mr. Key Quest. Ach so, für die Key Quest. Ja. Die Key Quest. Ich brauche noch einen Kugelfisch. Aber ich glaube, die gehen auch ab wie Schmidts Katze. Ja, die Kugelfische, ja. Die sind auch nervig. Ich hack mal unser Feld ein bisschen sauberer. Ja, aber tatsächlich, antibakterielle Wirkung kriegt man auch ohne Alkohol hin. Würde ich ganz spontan behaupten. Außerdem Kamille. Zum Bleistift. Aber warum soll ich mir... Warum soll ich mir noch die Lippe beißen? Oder auf die Zunge beißen. Das klingt für mich nach einem Grund. Hey, ich beiß mir auf die Zunge, damit ich dann einen Grund habe, trinken zu gehen. Aha. Ich wollte. Das machen. Ein Zapfhahn. Ich habe den Song Contest nicht gesehen. Und zwar die letzten, keine Ahnung, wie viele Song Contests gab es schon? Ein paar. Genau so viele habe ich nicht gesehen. Ungefähr so abgerundet. Ja. Hab ich. Was kommt dabei raus, wenn ich das da. Oh, da ist ein Kaffeefisch. Kaffeefisch, nein! Das habe ich jetzt nicht erwartet. Jetzt bin ich Acorn, erwartet. Das heißt, das sind die Maple Leaves. Da
Davon brauche ich jetzt bitte einen, damit ich da oben drei Bäume nebeneinander pflanzen kann, damit ich genau weiß, welches ist. Nicht unbedingt, das Lied von Deutschland war nicht sonderlich gut vom Sound her. Selbst wenn man davon ausgeht, dass das Lied vom Sound her ziemlich gut gewesen wäre, können wir Deutschland nicht unterstützen, weil, also, soweit ich das verstanden habe, kann man für das eigene Land nicht abstimmen. Richtig. Also, wieso sollten wir ein Land unterstützen, was wir nicht... Also, wie sollen wir das denn unterstützen? Nur dadurch, dass wir zuschauen, können wir das nicht unterstützen. Ich habe leider keine ausländische Nummer. Nicht? Nein. Was hast du eigentlich? Ein Rechner, mit dem ich Stardew Valley spielen kann. Das ist gut. So, ich baue jetzt mal drei Schilder. Okay, heute wieder kein Kugelfisch. Das wollte ich nicht. Das habe ich nicht gewollt. Aber nicht wüten und dreht noch ein paar Tonnen. Und wirst erwischt. Verdammt, er hat meine Tonnen gesehen. Wen wir heiraten wollen. Ich muss kurz gucken, ob meine Freundin nicht da ist. Nein, keine Ahnung. Soweit habe ich noch nicht gedacht in dem Spielstand jetzt. Ich auch noch nicht. Das ist ja cool. Man kann auf die Schilder Sachen drauf machen, ohne dass man die Items da sozusagen reinlegt. Das ist nicht so wie der Frame bei Minecraft. Ich habe jetzt dort oben drei Bäume erstellt. Du hast ein Bündel komplettiert. Ja, habe dafür einen verkleideten Dreher gekriegt, der mir nichts bringt, weil ich den nicht an meine Angel ranmachen kann. Okay. Ich habe jetzt dort oben drei Bäume hingemacht und daneben drei Schilder gestellt, was dort wächst sozusagen, damit wir dort drei Tepper dann ranmachen können. An einem ist schon ein Tepper dran, weil da stand schon da der Baum. Okay, dann werde ich die nicht umhauen. Das wäre ganz lieb. So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe den Vault freigeschalten. Wen hast du freigeschalten? Die Schatzkammer. Also, da können wir Geld reinpumpen können. Ah ja. Das Vault, ja. Warum nicht Maru? Also, ich habe auf meinem allerersten Spielstand damals Lea geheiratet und auf meinem zweiten Spielstand habe ich vor, Abigail zu heiraten. Ich glaube, die Muschel gibt's gar nicht. Doch, die will Demetrius, glaube ich, haben, oder? Hä? Ich weiß es nicht. Im Bulletin Board brauchst du keine Regenbogenmuschel. Ich dachte, man bräuchte doch. Ich schmeiß jetzt erstmal die Kiste. Ach nee, die andere Muschel, die Nautilus-Muschel brauchen wir da, okay. Die Nautilus-Muschel, ja, die habe ich noch nicht. Einen Moment. Maru ist ganz nett. So. Wenn sie ein bisschen rumhämmert, ist doch okay. Ich mach Fox auch die ganze Zeit. Und wie der schnarcht, habt ihr das mitgekriegt? Übelst laut der Hämmergeräusche macht, wenn sie an den geht. Okay. Krass. So. Wir haben Bündel komplett. Das Konstruktionsbundle. Sehr gut. Wir haben jetzt einen Holzkohleofen, also einen Kohlebrennofen. Ja, die kann ich schon bauen. Wenn ich das will. So, da brauchen wir noch Sachen. Nerdig finde ich jetzt nicht so schlimm. Wir brauchen jetzt noch das Herbst- und das Winterbundle und das Exotenbundle. Und da kriegen wir auf jeden Fall Eichenharz, Ahornsirup und Kiefernteer. Ja, sehr gut. Haley bessert sich auf jeden Fall im Laufe des Spiels. So von der Art her. Aber Haley ist dumm. Ja. Ich habe das letzte Mal Penny geheiratet, glaube ich. Na, Penny ist mir auch nicht. Penny ist nicht so mein Stil. Ja. Sie ist klein. Ja, aber auf die Größe kommst du nicht an. Okay. Was suche ich hier eigentlich? Warum bin ich eigentlich hier? Brauchen wir die Kupferbahn noch?
Jetzt gerade nicht. Aber. Ich nehme mir 4 Stück mit. Für? Reusen? Reusen, ja. Okay. Das brauche ich, brauche ich noch irgendwas? Nö. Weiß ich nicht, also. Na, ja. Nee, weiß ich nicht. So, geht's schon wieder schlafen? Ja, es geht schon wieder schlafen. Und tatsächlich ist es dann ja auch schon der zweite Abend. Warte mal, hast du irgendwas verkauft? Ja, ich habe Fische reingeschmissen. Okay. Weil es ist ja schon unser zweiter Tag. Das heißt, die Folge ist schon wieder zu Ende. Was? Schon wieder? Das ging ja schnell. Schon wieder, ja, tatsächlich. Aber da wir den ersten Tag in der letzten Folge gemacht hatten und jetzt den zweiten und den dritten Tag, ist die Folge schon wieder rum. Und deshalb würde ich sagen, macht's wie Tierdieb, schaut doch einfach mal bei uns im Stream vorbei, wenn wir mal wieder aufnehmen. Die Streams werden immer angekündigt auf Twitter bei BloodyFox13 und manchmal retweetet The Wild Rock auch, was ich so von mir gebe. Ab und zu mal, ja, wenn ich sehe. Lasst mal einen Kommentar oder ein Like da, vielleicht auch ein Abo oder auf Twitch dann ein Follow, damit ihr immer auch dort benachrichtigt werdet, wenn ich online gehe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum Sonntag wieder mit dem Wort zum Sonntag. Yay. Bis dahin und tschüss. Ciao.